Informationen rund um die Kirche, seien es Gottesdienste, Veranstaltungen und Neuigkeiten, die gibt es direkt vor Ort oder online. Pfarreien und kirchliche Verbände gestalten all das. Bei den regionalen Medientagen wie in Freiburg erfahren Mitarbeiter des Erzbistums, wie sie den Inhalt ansprechend darstellen. Das Highlight mit den Teilnehmern ist eigentlich die Diskussion im Großgruppenraum, wo wir darüber sprechen, wie sich kirchliche Kommunikation normalerweise darstellt und wie sie sich idealerweise darstellt. Da gibt es nämlich eine Differenz und die kann auch zu viel Gelächter und viel Spaß führen, aber wir kommen auch konstruktiv weiter, wie sich Kirche frisch und zeitgemäß darstellen könnte. Das fängt im Kleinen an. Gruppen können die Teilnehmenden zum Beispiel lernen, wie sie mit dem Online-Baukasten des Content-Management-Systems Sesam umgehen, um die eigene Webseite zu verbessern. Natürlich kostet es Zeit und Arbeit, eine Internetseite zu gestalten, schöne Fotos zu machen, tolle Texte zu schreiben. Aber wenn man sieht, dass es was bringt, dass die Seite nachher schön gestaltet ist, dass ich einen tollen Flyer habe, dann macht es einfach auch richtig Spaß. Im Vordergrund steht nicht nur das erfolgreiche Lernen. Bei den Medientagen können sich die Teilnehmenden vernetzen. Rebecca Hammer nahm bereits zum dritten Mal teil. Also man trifft immer wieder neue Gesichter, aber auch bekannte Gesichter. Man kann sich austauschen. Von heute nehme ich mit, dass ich mein Anliegen bearbeiten konnte. Also ich habe ein gewisses Vorhaben gehabt und das konnte ich hier auch erfahren, das Wissen, und habe es auch direkt auch schon umgesetzt. Eine Fortbildung in guter Atmosphäre. Freundlich, nett, abwechslungsreich und auch durch die Kleinarbeit in den Gruppen, das war wirklich klasse. Also das hat echt Spaß gemacht. Die Medientage wollen, dass Kommunikation, die gut funktioniert, Spaß macht.